Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von den Sims 2 in schönen Sichtingen. Heute mit Familie Katz und unserer lieben, ja, Hexe, der Bibi Katz. Was will sie denn? Sie will Zauber wirken lassen. Ja, sie lässt hier gerade den Zauberstab im Kessel wirken oder ja, wie auch immer. Wo ist denn Kaspar eigentlich? Schläft er? Ja, okay. Oh, apropos Kaspar. Ich glaube, du solltest mal Molchaugen und Drachenschuppen. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Okay, wir haben hier ein was hier gemacht. Hol mal. Was ist jetzt? Ach so, ich bin im Inventar, deswegen. Hol mal deinen Sohnemann raus. Auf die Toilette kann er im Grunde alleine. Ich müsste ihn aber mal sauber machen, weiß ich nicht. Nee, das nächste Mal machen wir dann, was habe ich? Molchaugen und Drachenschuppen. Aber hol ihn erstmal raus. Genau, hol ihn erstmal da raus. So, ich wollte heute ja vielleicht noch ein bisschen umbauen hier. Das ein bisschen vergrößern. Die laufen eh ständig hier durch diesen Balkon. Und das wäre eigentlich ganz gut, wenn ich das ja nicht als Balkon habe, sondern einfach als Durchgang und mit einer Treppe nach oben. Genau. So, Kaspar, was? Genau, du kannst jetzt erstmal auf die Toilette gehen. Warte mal. Und du kannst Mechanik, könntest du. Das heißt, mit Klötzchen spielen. Während die Mama hier noch ein bisschen zaubert. Und ich möchte derweil mal ganz kurz so das hier wegmachen. Ja, so. Warum geht das nicht? Wand zu nah an Sim. Okay. Aber ich kann ja schon mal die hier machen. Oh, sowas in der Art wäre doch auch nicht mal schlecht, oder? Das wäre auch mal schön. Cool. Aber ich muss dich mal kurz bitten, dass du eigentlich weggehst, eigentlich. Sonst kann ich hier keine Wand machen. Aber wir gucken mir mal zu. Sie macht Molchaugen jetzt. Molchaugen. Genau. Kurz ein Blick zu Kasper, der ist am Klötzchen bauen, okay. So, Molchaugen. Okay, warte. So, jetzt geh mal hier hin. Bibi, geh mal nach hinten, bitte. Bibi, bitte. Komm schon. So, das mache ich nämlich mal ein Stückchen weiter nach hinten. Und dann, tschakka, erst einmal weg. Dann will ich das haben. Halt an das andere Taste. Ich hatte gerade die falsche Taste. So. So. Ja, ich weiß. So, dann mache ich das wieder hier nach vorne. Und dann kannst du nämlich weiter. Da kann ich jetzt. Ach Gott, Trankbraun. Pflanzenvelkus. Vampirocillus. Okay. Heiltrank Hex, die Hex weg. Trankbraun. Heiltrank Hex, die Hex weg. Okay, das kann ich viele. Okay. Ich mache noch ein bisschen Drachenschuppen, wollte ich doch machen. So. Währenddessen gucke ich mal auf die andere Seite. Und bin gerade kurz am Überlegen. So. Okay, er macht Mechanikpunkt. So, dann ich mach mal hier nochmal das Licht nach vorne. Dann würde ich eigentlich auch sagen, dass ich das komplett rausnehme. Das hier auch. Und das hier. Und das hier. Dass ich nämlich hier eine Wand, wobei das ist dann ziemlich eng hier, ne? Aber ich mache es ein bisschen größer noch, aber das.
So. Okay. Okay, dass ich dann jetzt. Also, was sind das? Wo bin ich denn hier dran? Ja. Oh, warte. Das kann ich ja auch noch wegmachen. Okay, so, dann nehme ich den hier. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hier noch mit das Eckchen. Und guck mal, wir können sogar noch mal hier entlang. Dann haben wir nämlich trotzdem einen doch ganz hübschen. Welche Farbe habe ich denn genommen? Weiß es egal. Ne? Nicht quer. So. So. Und dann. So. Genau, dann brauche ich bloß wieder eine Tür. Das ist ja noch. Das da hinten ist ja eine Tür aus deren. Nee, ist das eine Tür? Nee, das ist. Doch, das ist eine Glastür. Dann will ich auch so eine Tür haben. Hier raus. Genau. So, jetzt lass mich mal überlegen. Warum? Um Himmels Willen habe ich hier eigentlich zwei. Oh Gott, ich könnte die beiden hoch und ich habe da das eine Ding davor. Ich habe da den da davor gestellt. Das hat die ganze Zeit nicht funktioniert. Naja, gut. So, ich stelle den nämlich mal jetzt dann dahin. Dich stelle ich gerade mal ins Schlafzimmer. Und jetzt bin ich am Überlegen, eben noch eine. Ja, da müssen wir sowieso anbauen hier oben. Wartet mal. So, das muss ich dann wieder wegmachen. Tschakka. Einmal. Weg, 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 weg. So. Dann einmal den Boden hätte ich gerne auch nochmal hier. So, da entlang, da entlang. Ich mache den jetzt auch mal wirklich bis davor und mache dann nochmal hier so einen dran. Soll ich nochmal einen dran machen? Nö. Und dann würde ich nämlich, wartet mal, so, hier eine Wand und, verdammt, das geht gar nicht so, egal. So, dann mache ich nämlich das so, perfekt. Das reicht doch komplett aus. So, dann mache ich das hier weg. Perfekt. Das reicht nämlich total und komplett aus, wenn wir noch ein Kind kriegen. Für ein Kinderzimmer hier oben. Und halt noch ein Bad. Und dann ist halt hier draußen auch wieder Balkon. Und damit ich jetzt. Upsala, wie viel Geld haben wir noch? 60.000. Sehr schön. Und tschakka, tschakka. Weil das möchte ich echt so belassen. Das gefällt mir zu sehr. So, dann. Oh, andersrum. Ich habe eine falsche Taste gedrückt. I'm sorry. So, und. So, und. Muss auf etwas platziert sein. Ja, ja, ich hab's doch. So. Und da hinten. Nee, nicht quer. So. Perfekt. Cool. Eine Etage drüber. Dann nehmen wir wieder die hier. Dann machen wir natürlich so eine Bodenplatte drauf. Somit passt es dann wieder. Super. Ne? Genau. Und dann hier würde ich jetzt sagen, wirklich, dass ich das nehme, was die da immer hatten. Oder sowas ähnliches zumindest. Mal schauen. Irgendwas ziemlich niedriges, sowas wie das da. Ich weiß jetzt nicht, ob es das direkt ist. Nee, ich glaube nicht. Aber ist ja nicht so schlimm. Oh, ich habe eins zu viel gemacht. So. So. Und so. Und das mache ich wieder weg.
Ach Gott, wie schön, wie genial. So, das ist ein Ladefenster, großes. Ach so, okay. Dann mache ich das wieder unten. Drei hier. Mache aber auch hier drei. Und dann gucke ich mal. Genau, mache ich wie hier unten. Ah. Wobei ich jetzt gerade am Überlegen bin, wo wahrscheinlich irgendwann später dann das Bad hinkommt. Aber könnte hier in die Ecke wahrscheinlich wieder hinkommen. Mal gucken. So. Oh, was aber natürlich fehlt, ist Bodentreppe. Was? Oh. Irgendwie komischerweise. Okay, nee, ich nehme so eine Treppe. Shit, die passt hier nicht hoch. Dann nehme ich eine Wendeltreppe. Genau, die passt. Muss ich mal gerade gucken. So, eine. Warte mal, wo entlang? Warte mal, ich komme wo? So. Jetzt muss ich echt mal gucken, dass ich hier rauskomme. Anders geht es gerade wahrscheinlich nicht. Oder wenn ich jetzt hier bin, wo komme ich dann raus? Hier. Dann könnte ich da hinten das Bad machen, glaube ich. Das wäre nämlich auch noch eine Möglichkeit, da hinten das Bad zu machen. So, warte mal. Einmal die Bodenplatte. Ich glaube nämlich, mehr brauche ich ja nicht für eine Wendeltreppe. Die könnte ich fast noch zumachen, oder? Reicht das? Ich hoffe, das reicht. Wenn nicht, müssen wir noch ein bisschen umbauen, aber egal. So, einmal so, so, so und so. Ja, cool. Ja, cool. Oh Gott, so viel war eigentlich gar nicht geplant, was ich machen wollte. Aber egal. So, weil jetzt komme ich nämlich. Ach, Mist. Warte, warte, warte. So. Komme ich nämlich doch nicht mit der Zeit hier aus. So. Tschakka. Wobei ich nicht weiß, ob mir das wirklich gefällt. Habe ich jetzt alles? Ich sehe das so schlecht hier. So. Jetzt, das ist jetzt erst einmal ein bisschen so vorgemacht. Und ja, also ich hoffe mal, dass das so super gut hier funktioniert. Finde ich aber auch cool. Das passt irgendwie rein. Ja, es passt irgendwie cool rein. Und hier oben werde ich mal gucken, dass wir dann da hinten ein kleines Bad noch reinkriegen. Dann mache ich wahrscheinlich das große Fenster vielleicht wieder weg, aber egal. Und dann haben wir hier nämlich ein komplett großes, großes Zimmer für, ja, also es ist fast so viel wie hier. Für noch ein Kind. Dann hätten wir wirklich zwei Kinder. Und ich glaube, das Trainingsgerät hier zu stehen zu haben, ist jetzt erstmal auch soweit in Ordnung. So, dann hör du mal auf. Geh mal nochmal auf Toilette. Ich glaube, du hattest die Krippe, da war was. Genau, geh erstmal dahin, dann gucke ich mit jemand den Sohnemann. Ach, der muss auch schon wieder auf die Toilette. So, einmal leeren. Wann kommt der Papa nach Hause? Um 3 Uhr, okay. Gut, ich, warte, ich gehe mal auf Baby und dann einmal vorspulen. Oh, jetzt ist auch noch unsere Toilette kaputt gegangen. So, genau, jetzt gehst du mal hier hin. Hat er eigentlich Hunger? Ja, Hunger hätte er auch. Okay, dann. Wo habe ich denn Flaschen holen für Kaspar? So, Kaspar. Geh mal benutzen. Geh mal die Toilette benutzen, sonst wird es gleich zu spät. Oh. Sauber wirken. Ich habe noch nicht alles da. Na komm, jetzt hör mal auf. Guck mal, das kannst du mal aufräumen hier. Dein Sohnemann.
Genau, und dann kannst du wirklich mal die Flasche holen für ihn halt. Geht das schon? Ja, geht doch. Nochmal lernen? Oh, John ist zu Hause. Hi, hi. Auch er hat Freunde und Spaß und Hunger. Okay, Ding haben wir ja. Gucken wir mal, ob was noch im Kühlschrank ist. Ups. Geh doch mal erstmal was essen. Und Bibi kommt dann gleich nach mit zum Essen. Oh, die geht auch schon ins Bett. So, warte. Da gibt's Hamburger. Und Bibi. Komm, du kannst hier mitessen, denke ich mal. Es sollte noch einen für dich übrig sein. Und du hast gegessen. Ja, alles andere kann ich jetzt gerade nicht mit dir machen, egal. Deine Eltern gehen jetzt erstmal hier runter. Er kann danach das weglegen. Und geht nochmal kurz was Fernsehen gucken. Hoppala. So. So, ihr quatscht jetzt sowieso ein bisschen. Deswegen. So, Baby hat eigentlich auch noch ein bisschen Spaß. Die kann das abspülen. Und muss dann aber. Wo ist denn der Sohnemann hin? Kasper. Ah ja. Dann würde ich nämlich sagen. Oh, nee, das macht er. Ja, dann bring ihn mal ins. Bett hier. So, und dann du räumst mal das weg und gehst dann ins Bett. Schlafen und Bibi macht das nochmal leer und geht dann auch ins Bett. So, somit schlafen sie alle drei. Das ist dann auch cool. So, Bett und Bett. So. Ja, die werden dann noch jetzt ein bisschen schlafen, vermute ich mal. Wobei ich mal ganz kurz jetzt gerade auch kurz 14 bis 20, 21 bis 3. Ja, super. Das ist ganz gut. Und muss er noch irgendwas lernen? Also, I'm sorry, aber... Nee, dann haben wir alles. Okay. Weil er jetzt auch nicht mit einer Beförderung ankam, finde ich ein bisschen schade. Ja, aber okay. So, ich sage jetzt erstmal einen Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann in einer nächsten Runde von den Sims 2. Dann geht's weiter mit der Familie Jensen. Aber hier an dieser Stelle. Ciao, bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.